Hey ho, na was läuft? Mein Name ist Bennett und herzlich willkommen zu einem neuen köstlichen Video. Köstlicher Kill, lecker Schmecker. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen guten Tag. Falls nicht, keine Sorge, ihr seid nicht alleine. Der Bre hier musste auch leiden. Der Arme wollte doch nur flexen mit seinen Skills. Und dann... Auch krass, wie die Platte genau in zwei Hälften geteilt wurde in der Mitte. Aber eins muss man ihm lassen. Er hat den Punkt geholt. Der Gegner hat es nicht geschafft, den Ball wieder zurückzuschlagen. GG's. Sagt mal, es kann auch kein Tag vergehen, in dem ich meine Instagram-DMs öffne und nicht irgendetwas Gestörtes dort passiert. Yo, wäre nice, wenn du es in dein Video bringen könntest. Okay, dann zeig mal her, was du so zu bieten hast. Yay. Bro, what the f***? Wieso soll das in mein Video? Wer kommt überhaupt auf so eine abgefuckte Idee? Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Lass mal lieber ganz schnell das Thema wechseln, bitte. Oh, hey, hier haben wir jemand, der sich gerade einen gesunden, leckeren Shake machen will. Sieht schon mal gut aus von den Zutaten. Der Gesichtsausdruck sagt schon alles. Oh Mann, der Arme wollte doch nur seinen abendlichen Shake trinken. Das tut mir wirklich leid. Mein Herz schmerzt beim Anschauen. Der hat sich safe so drauf gefreut. In so einem Moment würde ich wirklich mal mein Leben hinterfragen, weil sowas ist safe Karma, was auf dich zurückkam. Irgendwann davor hast du eine schlechte Tat begangen und bekommst jetzt die Strafe. Vielleicht hat er ja vor paar Tagen an Halloween den Kindern, die geklingelt haben, nicht aufgemacht und auch keine Süßigkeiten gegeben. Ja, 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 das war safe. Obwohl, Süßigkeiten ist jetzt auch nicht das Beste, was man den Kindern geben sollte. Das hier ist viel besser. Yeah, we got you. Yeah, we got it, boy. We got you, my friend. Oh, yeah. Now you enjoy yourself with that, huh? Have a good night. You're welcome. Get them macros in. Lil Bro hat einfach eine Krabbe an Halloween bekommen. Eine Krabbe. Das ist mit Abstand das Gestörteste, was nur geht. Was muss sich der Junge gedacht haben? So wie der aussieht, hat er sich bestimmt auf paar Snickers, paar Mars und ein bisschen Schoki gefreut. Und dann kam das. Naja, immerhin hat das Ding gute Proteine. Also, falls du es wirklich essen willst. Was machen die denn da? Ich glaube, ich habe die Bremer Stadtmusikanten gefunden. Oder so wie das aussieht, die Neuköllner Stadtmusikanten. Die sind nicht zu sechs im Mercedes. Die sind zu viert auf dem Roller. Die Jungs sind aber wirklich am Rasieren. Das ist ein 500 IQ-Move. Genau das macht man, um günstig mit den Homies von A nach B zu kommen. Smart, ich sag euch ehrlich. Naja, das ist so lange smart, bis so ein 1 cm kleiner Kieselstein unter die Räder kommt. Danach gibt es 20 Arm- und Beinbrüche. Biggest Race of 2023. Okay, also das größte Rennen in diesem Jahr. Wen sehen wir denn hier an der Startlinie? Irgendeinen dicken Mann und ein zweijähriger Junge, der vor vier Tagen erst laufen gelernt hat. Das ganze Dorf ist im Hintergrund am Ausrasten. Nie im Leben, nein. Niemals hat der kleine Junge wirklich gewonnen. Wie kann das passieren? Das frage ich mich wirklich. Bro, das ist echt peinlich. Wie kann der denn so reinkacken? Junge, das ist ein zweijähriges Kind. Das kann doch nicht sein, dass man langsamer ist als der. Und an alle meine Zuschauer, die so hier aussehen, keine Sorge, es ist noch nicht zu spät für euch. Geht verdammt nochmal zum Sport, ernährt euch gesund und nehmt euer Leben mal richtig in die Hand. Weil wenn ihr so aussieht, das Leben wird nur halb so viel Spaß machen, vertraut mir. Mein Bruder will in der vierten Klasse schon Gangster-Rapper werden. Hahaha, Digga. Mein Bruder will in der vierten Klasse schon Gangster-Rapper werden. Haha, Digga. Es ist Olaf der Gangster, ich schnüffel das Crack. Wow, 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 du bist in der vierten Klasse und die erste Line, die du bringst, ist, dass du das Crack schnüffelst. Komm schon, Mann, komm schon. Wir wissen beide, dass das nicht echt ist. Also, ich hoff's mal.
Schlag eine Oma und nehm ihr Cash. Ich hol Body an der Tanke, Red Bull und E. Was für Body an der Tanke? Das Einzige, was du dir an der Tanke holen kannst, ist eine Cola und ein Überraschungsei. Mitten im Sommer, Nase voller Schnee. Kopf ist die Kahn, gib mir die AK. Yeah. Alle auf deinen Arsch, rauch ein bisschen Gras. Sitz in meinem Lambo und zieh an meiner E. Alle wollen schnappen, doch ich lasse mich nicht sehen. Ja gut, alles klar. Du sitzt im Lambo und puffst am Gras. Ja, super. Alles klar. Gut, safe, Mann. Der Text war zwar 100% Cap und nicht zwar echt, aber der Track war jetzt nicht ultra Müll. Besser als so mancher Deutschrapper. Keep it going. Mach einfach weiter, aber versuch mal, reale Lines zu bringen. Was macht der da jetzt schon wieder? Das war irgendwie beeindruckend. Ich weiß nicht wieso, aber das war geil. Obwohl, das ist so random, dass es schon wieder ein bisschen abgefuckt ist. Wie kommt man auf diese Idee, sag mal ehrlich? Der Typ kann doch nur ein Psychopath sein, wenn er zu Hause saß und ich dachte, oh, yep, ich mache jetzt so ein Video. So ein krasses Talent wird die Welt verändern. Ja, du hast ein verstecktes Talent und du solltest es lieber versteckt halten. The best part of this scene, I hate your bro. Gönnt euch mal die zwei Jungs. Dem einen geht's noch gut, der andere schon passed out vom Abend. That's a story within itself. The hat over the hood mean, yo, everything. Hot sauce, ketchup, tartar sauce, barbecue sauce, mustard, sweet and sour, the works. And let me get one of them lemonades too. Well, der Breda schwebt gerade auf Wolke 7. Back to the top. Yo, bro, the hat over the hood. The hand still on a piece of chicken, just in case he gets hungry. Und die Hand liegt sogar noch in seinem Essen. Oh mein Gott, der ist wirklich einfach Nocki. Ich frag mich echt, was sie davor erlebt haben, dass der so am Arsch ist. He's keeping it warm. Yo, bro, the man knows what he's doing. He doesn't know what he's doing, but at the same time, he knows. Yo, bro, that hand on the chicken is strategic. He's correct. Look. Oh. Ich glaube, er ist wieder da. Ich glaube, er feiert jetzt sein Comeback. Look at the. Whoa! Oh, fucking whoa! Whoa! An incredible. This. You're fucking. He's back. Der Bre ist wirklich high für 3. Das Ding ist, wenn man so endet, dann weiß man, dass es ein gelungener Abend war. Hat sich safe gelohnt. Alright, Jungs und Mädels, wenn ihr wollt, dass ich morgen ein Video hochlade, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Peace.